So, hallo Leute, willkommen zur Let's Play Phasmophobia. Heute wieder mal im Singleplayer. Gab's ja schon lange nicht mehr, dass wir hier im Singleplayer irgendwas machen. Ja, hier wähl einen Job. Wir nehmen einfach mal hier die Highschool und gehen mal. Albtraum. Ändert sich manchmal keine Vorbereitungszeit. Alles klar, wollen wir Albtraum machen? Warte mal. Wir spielen mal Albtraum auf Willow Street. Und dann gucken wir uns mal, wie das ist mit Albtraum. Ja, in der Willow Street. Wenn euch Phasmophobia gefällt, so zwischendurch, dann lasst es mich wissen in die Kommentare. Dann gibt es mal mehr Folgen. Es wird in nächster Zeit ein bisschen mehr Phasmophobia geben, weil ich habe Bock auf das Spiel, ja? Manchmal mit Yannick im Multiplayer und dann auch manchmal halt alleine. Und das versuche ich dann halt ein bisschen abzuwechseln, ne? Und dann mal gucken, was hier ist. Das ist übrigens ein neues Getränk. Selbst zusammengemixt. Es ist tatsächlich normales Leitungswasser mit Sirup und ja, ein bisschen Zucker noch rein. Das war's schon. Ich habe momentan auch gefunden, dass ich so manchmal Sirup. Ah, ich habe vergessen, mehr Items hier reinzumachen. Das darf ich nicht sehen. Hallo? Spiel? Wir fahren gleich wieder los. Ich will nur eben nochmal. Warum willst du gerade nicht gehen? Das Spiel hat die Aufgabe. Ja, ja, ganz toll. Wir sehen uns gleich aber in der nächsten Runde wieder, ja? Ich baller hier noch gut ein paar Items rein. Okay, wie gehe ich denn am besten vor, wenn jetzt hier so ein Geist ist, der. Ich habe keine Kameras. Oh nee. Naja, nicht schlimm. Wir nehmen so eine Kamera mit. EMF und. Box. Dann können wir gleich kommunizieren. Ja, ich denke, das ist ganz gut. Haben wir noch extra Aufgaben? Durch Salz wandern. Ja, pass mal auf. Dann machen wir das weg und nehmen hier gleich das Salz mit. So, ich bin auf Albtraum. Glaube ich. Mal. Ja. Also, wenn Albtraum ist, sind unten die Fenster kaputt. Interessant und interesting. Und auf geht's. Ich habe den Schlüssel vergessen. So. Das Beste natürlich, wenn wir direkt irgendwo Orbs sehen. Das wäre natürlich so. Gib mir ein Zeichen. Ach, guck mal, hier ist eine Küche. Orbs. Das können wir wegschmeißen. Dann gehen wir gleich wieder raus. Das lief doch schon mal wunderbar. So, Beweise. Ops. Ist doch schon mal sehr schön. Sexy, sexy. Durch Salz, der gewann am Foto. Kerze. Das nächste Mal an die Kerze. Nehmen wir hier die zwei mit. Und so. Dann lassen wir sie gleich ausblasen. Gut, da ist auch gleich eine Tür bewegt worden, das heißt jetzt gleich UV-Licht. Ja, ne, UV-Licht und ja, andere Spielsachen wie Boxbuch, irgendwas. So, dann brauchen wir einmal Dots, UV. Ja, ballern wir noch ein Buch dahin. Ah ne, erstmal die Box. Fingerabdrücke. Bist du hier? Wie alt bist du?
läuft ja wie am linksten. Da haben wir noch 3 zur Auswahl. Im F-Buch. Alles kann. Wir gucken einfach mal. So, als nächstes. Machen wir uns so ein Ding hier mal rein. So, dann zack. Einmal Buch. Und das Ding lasse ich mal rum. Wir können Kamera hier benutzen, ne? Jawohl. Kann ja sein, dass es auch kaputt ist. Da ich die Stative vergessen habe, legen wir ihn einfach am Boden. Bist du hier? Wie alt bist du? Das ist gut. Also, ich kann jetzt noch nichts sagen. Wir machen noch mal kurz ein bisschen Ausrüstung. Das machen wir runter. Ich habe hier jetzt nicht sowas hier dabei. Leider, leider. Das ist ein bisschen kacke. Jetzt können wir kurz mal hier gucken, ob wir hier... Wow, habe ich das gut geplantet oder was? Das war ja 10 von 10. Dann nehme ich nochmal Buch und EMF. Obwohl, brauche ich noch ein zweites Buch? Erstmal nicht. Zack, wir nehmen es nochmal. Ja, hier, guck mal, selbst starke Taschenlampen habe ich nicht. Was bin ich für ein armer Schlucker? Na gut, jetzt gucken wir mal, ob wir dieses neue Gerät haben. Das wäre ja ganz schön. Dafür, dass es hier auf Albtraummodus läuft, das eigentlich. So, jetzt können wir gucken, ob wir hier Dots haben. Dann müssen wir den Geister sehen. Aber ich kann ja eben gucken, kann es ob Dots sein. Hätten wir einen Benji. Wenn wir Dots haben, haben wir einen Benji. Aber ich überlege auch beides, woanders hin zu tun. Nehmen wir das Ding hier. Gucken mal, wie ob wir irgendwie Kältepunkte haben, da ich vielleicht sage, okay, es könnte eine Gefriertemperatur sein, ob ich das komplett ausschließe. Ja, ist gut, dass du mir sagen willst, wo du willst. Gib mir ein Zeichen. Oh, es sieht so. Okay, wir kommen hier nur auf die 2. Bist du hier? Wie alt bist du? Gehen wir nochmal nach Dots gucken. Bei Albtraum ist ja so, dass der Geist auch die Räumlichkeiten wechselt. Sind keine Dots, ne? Sonst würde ich den Geist da durchhuschen sehen.
Pass mal auf, ich will jetzt mal das durchstreichen. Da haben wir noch Hanto und Obake. Obake wäre EMF. Da wären wir noch auf 2. Oh, Buch kann es nicht sein. Geisterbox auch nicht. Also nur Gefriertemperaturen und EMF. Ich würde sagen, es ist eher EMF als Gefriertemperaturen. Und auf geht's. Hält mal ein Obake. Auf geht's. Läuft bei uns. Guck mal, gleich 160 gemacht. Ist ja cool. 160? 40? 80? Mal 4! Wir kriegen mal 4, was wir gemacht haben. Ah, cool. Ja. Albtraum läuft, würde ich mal sagen. Oh, Backe! Jetzt spielen wir Craft Farmhouse auf Albtraum. Erstmal gehe ich ein bisschen shoppen. Und zwar ein paar Stative kaufen, starke Taschenlampen, hier Sanity Pillen, Salz, Räucherstäbchen. Was auch immer, wofür ich die auch brauche. Ein paar Kerzen. Jawohl. Das ist ganz gut und dann gehen wir mal auf Start. Wir haben jetzt einmal den Albtraum-Modus geschafft. Zweite Runde mal gucken, wie es jetzt so wird. Albtraum, 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 Albtraum. Es gibt also einen YouTuber im englischensprachigen, der macht auch so Phasmophobia-Videos und der ist so Level 5000, 6000 irgendwo dazwischen. Also muss ich irgendwie, was ist das für ein Suchti, ja? Den werde ich niemals im Leben einholen. Keine Chance. Spiel, lad mich rein. Ich habe vergessen, die Items reinzumachen. Rare. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Welcome back. I've got a job for you. Aber voll laut.